Willkommen bei der neunten Folge Say Less. Jack, erzähl mal den Leuten, wo wir hier gerade sitzen, wo wir hier gerade sind. Boah, du machst mir immer so Druck, genau am Anfang, Ja, Digga. Bruder, wir müssen direkt rein da. Also, Erzähl mal. wir sind in Mailand. Ja. Ich bin schon seit 2 Tagen hier. Ihr seid gestern gekommen. Genau. Ja, jetzt befinden wir uns im Hotel. Wir mussten ein bisschen kriegen hier, dass wir diesen Raum bekommen. Ja, das ist auch unfassbar, dass wir Ja. hier einfach einen Raum für eine Stunde mieten wollen und einfach fast teurer als ein Hotelzimmer ist, so die Ja. Stunde. Ich weiß nicht, woher die diese Preise nehmen oder so, aber am Ende des Tages hat Jack das geklärt, wurde ein bisschen saurer da vor der Rezeption und dann hat die es am Ende des Tages verstanden, Ja, Bro, ich denke, am Ende, Bro, du musst einfach so stur bleiben. ne? Und Bro, am Ende, guck mal, wir nehmen hier, was haben wir, zwei Zimmer, 2 Nächte und Ja. so. Die machen ja ihr Geld schon. Klar. Die Frau sagt mir, ja, für eine Stunde 50 Euro für diesen Raum jetzt. Und Guck mal, Bro, dieser. dieser Raum, was, das ist jetzt auch nicht ein Palast oder so, weißt du, ich Nee, der meine? Raum wird ja nicht mehr benutzt. Ja. Aber da sieht man auch immer wieder, die Leute wollen immer versuchen, dass du so Schwäche zeigst. Und Ja. dann holen die da ihr Geld raus, sage ich Ja. mal. Weil die sehen, okay, der hat jetzt vielleicht das Selbstbewusstsein nicht, um da jetzt irgendwie Palaver zu machen. Ja. Aber wenn du dann einfach auf deiner Meinung bestehst und im Recht bist, weißt du, was ich meine? Vor allem, wenn du Ja. im Recht bist, dann wird es am Ende des Tages immer zu deinen Gunsten laufen. Aber es ist halt auch oft so im Leben, dass wenn man sich klein machen lässt, anstatt so wirklich mit Selbstvertrauen nach draußen zu gehen, dass Leute immer versuchen werden, dich weich zu kriegen, damit sie ihr, sag ich mal, Hack rausbekommen. Weißt du, was ich Ja. meine? Wobei das nicht mal dann deren Hack Weil ist. das war auch komisch, weil wir haben die ja davor gefragt, wo wir direkt gekommen sind. Dann haben wir gesagt, hat sie gesagt, ja, ist okay. Genau. Und dann haben wir alles gepackt und ready gemacht und auf einmal kommt die und sagt so 50 Euro Ja. für Raum. Dann habe ich irgendwas so erfunden. Ich habe so gesagt, ja, ich habe gestern schon angerufen und so. Die haben gesagt, ist okay. Ja. Dann habe ich noch mit einem Mann geredet und Jetzt habe ich so. so gehört. Ich dachte, was redet Boah, ich muss irgendwie so. der? Ja, klar. Und dann irgendwie, die wurde so nervös und dann habe ich so, dann wollte die wirklich so durch, diese 50 Euro durchbringen. Dann habe ich gesagt, ey, das geht nicht. Wir haben 2 Zimmer, 2 Nächte, dies, das. Ihr macht schon euer Geld. Dann haben wir noch Parkplatz. Dann zahlen wir noch diese City-Tax und Ja, alles. Digga, was sollen wir noch zahlen? Nichts mehr, sollen wir noch Zahnbürste von hier Und kaufen? Oder? Toilettenpapier und so. Naja, aber jetzt reden wir sehr schlecht über Mailand so an sich. An sich, gestern waren wir ja hier. Übertrieben schöne Stadt, muss man sagen. Es ist das, Unfassbar. jetzt das dritte. Wir haben letztens schon über Mailand Ja. geredet, ne? In einem Podcast, wo wir ein bisschen über Hakan geredet Aber haben. ich muss sagen, diese Stadt, also für mich kommt extrem auf das Wetter drauf an. Das stimmt. Also, das war, also für mich war das eher ein Schock. Wie gesagt, du warst einen Tag vorher hier. Ich bin hier hingekommen, bei uns in Deutschland echt kalt, so weißt du, Regen, echt Dreckswetter, so weißt du. Ich komme hier an, ich denke mir, boah, Sonne, Sommer, ich denke mir, wie kann ich eine Stunde fliegen und ich bin einfach wie in einer anderen Galaxie. Weißt du, ich bin gekommen mit so einer Windbreaker, mit dem Hoodie und mir war so einfach warm, so ein bisschen warm in Deutschland, sage ich mal. Ich komme hier an, ich konnte die Jacke nicht mehr tragen, ich muss die Jacke ausziehen. Weil mir einfach so heiß war, es war so ein bisschen sogar stickig, weißt du? Ich denke mir so, das ist schon krass, so, wenn du überlegst, was für Zonen du einfach so überspringen kannst mit einer Stunde Flug, so. Das ist schon heftig. So Vor allem, du ist, kommst vom Schnee, ne? ja, so ein bisschen Schnee, ja, also sagen wir mal Schneeregen, sage ich mal. Also zum Beispiel in Zürich hat es geschneit. Ja, zum Ja. Beispiel, ja, in Köln war so Schneeregen, jetzt Ja. nicht wirklich so haftender Schnee, aber schon so Schneeregen. Und jetzt hier ist, wie viel Grad hatten wir gestern? 24, 25 Grad oder so? Ja, also wenn man das so erklären muss mit T-Shirt, was heißt. Ja, genau. Du musst ein T-Shirt anziehen. Eigentlich hättest du sogar so ein lockeres T-Shirt anziehen müssen oder so Tanktop, so, weißt du? Aber nee, Wetter ist überragend, gibt dir auch direkt so schöne Vibes und so. Dann sieht doch alles immer schöner aus, wenn du in so anderen Ländern bist, die Sonne scheint. Ja, dann fühlst du dich direkt so mit Eis und was auch immer, weißt du, was ich meine? Ja. Nee, aber war schon top. Mailand hat auch wirklich viel zu bieten, ist eine schöne Stadt. Ist viel schöne Kultur auch. Aber die Kultur sind die beim Essen auf jeden Fall nicht gerecht geworden, was wir gestern da gemacht haben. Das ist schon ein Skandal so. Was sagst du zu den? Also guck mal, wir kommen nach Mailand, okay? Aber Bro, warte, warte. Ich glaube, wir sind einfach falsche Orte, Bro. Ich Ja, glaube, es ist nicht überall aber so. guck mal, wir haben zwei Restaurants gehabt, Ja. mittags und abends. Ja. Okay, du kommst in einen Ort, Italien, Land der Pizza, der Pasta, Burrata, Des Bruschetta, alles. Essens, so die wissen, wie servieren und alles. Genau. Ja. So, in Deutschland, wenn ich eine Pizza bestelle, wie kommt die Pizza an oder in der Schweiz? Rund. Rund. Wie kann es sein, dass ich in Italien eine Pizza bestelle und die kommt als Viereck? Bruder, Viereck. Oh, Alter, es war so oval, Bro. Oder das war nicht oval, das war ein Viereck. Also ich schwöre es dir, das war so ein Teller. Der war so, ich musste die Krusten schneiden, dass ich eine Pizza essen kann in Italien. Bring mir doch bitte einfach eine runde Pizza. Jetzt mal ohne Spaß. So, und das Lustige war auch, wir haben so überlegt, so, ey, krass, die Preise sind ja schon günstig und so, ne? Für so Nudeln und sowas.
ich denke, was haben wir bezahlt für Nudeln? 9 Euro, 10 Euro oder so? So wie halt in Deutschland. Mhm. Die Nudeln kommen an. Bruder Herz, das war Hundefutter. Hundefutter haben die so auf den Teller gelegt. Also so diese Portion davon, weißt du? Mhm. Natürlich ist es dann so billig, aber keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Vielleicht haben wir, wie du schon gesagt hast, auch schon für mich war viel schlimmer, dass diese Vorspeise gleichzeitig kam wie diese Ding, Hauptspeise. Weil, weißt du, in Italienisch heißt es ja sogar Primi. Mhm. So, das heißt der erste ja. Gang. Ja. So, gestern Abend hab ich ja diesem Typ gesagt, wieso bringst du diese Burrata nach der Hauptspeise? Ja. Dann er so, wie, du hast doch das bestellt. Ja. Dann, wo irgendwie, es war mir zu dumm, weil ich glaube, dieser Typ war auch schon den ganzen Tag da. Ja, wir waren auch, glaube ich, die letzten Kunden und so. Ja. Es ist immer abhängig so, ne? Für mich macht doch viel aus, wie so ein Kellner ist. Weißt du, wenn ich zum Beispiel heute das jetzt mit dem Frühstück vergleiche, ja. Kleiner, süßer Laden, so wirklich. Aber so ist immer so. Diese italienischen, diese traditionellen. Vibes. Ja, genau. Ja. Da muss ich schon so überlegen, so, ey, du hast da, weißt du, was ich wirklich liebe? Und das habe ich der Frau dann auch so gesagt, so, weil ich bin so ein Typ, wenn ich etwas sehe, was mir so gefällt, dann gebe ich halt einfach dafür Props, so, weißt du? Ja. So, wir kommen in so ein Café rein, ein kleines Café, die Frau berät uns, die hat einfach gute Laune bei der Arbeit, hat Spaß, die macht es mit Herz. Die sagt, du merkst, ja, so ist Familienunternehmen. Genau, es kann ein bisschen länger dauern, aber du denkst dir, kein Problem, ist ja wirklich alles gut und so. So, und ich finde sowas unfassbar schön zu sehen, wenn Leute beim Arbeiten Spaß daran haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das gibt dir direkt ein viel besseres Gefühl. Sogar, guck mal, wenn das Essen jetzt schlecht schmeckt oder schlecht schmecken würde, für mich wäre das trotzdem ein schönes Erlebnis gewesen, da gewesen zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann habe ich der Frau das auch direkt gesagt, sie war so glücklich und so. Aber das merkt man einfach, weil das ist für mich ehrliche Arbeit. So. Ja. Und ich finde, das ist in der Welt, in der heutzutage einfach, kommt das viel zu kurz, weil zu viele Menschen einfach nur für, jetzt nicht die es müssen so, aber die einfach auch nur für, sag ich mal, das eine arbeiten, ja, und vergessen wirklich deren Leidenschaften nachzugehen und so. Und das finde ich halt ein bisschen traurig, weil ich glaube, so wurden wir auch so ein bisschen auch aufgezogen, so nicht nur von, jetzt nicht von den Eltern, sondern auch von dem ganzen Schulsystem und so, dass du am Ende des Tages dann nach dem Abi oder was auch immer du gemacht hast, da sitzt und für etwas machst, was jemand anderes für dich bestimmt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, wir sind jetzt Gott sei Dank in so Situationen, wo wir sagen, wir machen das, worauf wir Lust haben oder was unsere Leidenschaft ist. Aber wenn man jetzt so ein paar Jahre zurückguckt, dann ist das ja wirklich so, dass man einfach auch oft Sachen gemacht hat aus der Not heraus. Weißt du, was ich meine? Ja. So, du kannst ja selber von dir reden. Du warst jetzt wahrscheinlich nicht der glücklichste Mann, als du noch in diesem Betrieb gearbeitet hast, oder? Erzähl mal von dieser Zeit so ein bisschen. Ja, normal. Das ist halt so eine Zeit, die du... Da musst du durch. Ich glaube, da muss jeder durch. Außer du hast jetzt, keine Ahnung, reiche Eltern und die sagen dir, komm, verfolg deine Träume und wir pushen dich mit Geld und du musst nichts nebenbei machen. Aber ich glaube, du musst auch da durch. Weil wenn du nicht durch diese harten Zeiten gehen musst, dann, ich glaube, das fühlt sich dann anders an am Ende. Weißt du, wie ich meine? Also ich, das ist ein geiles Thema, was du gerade angesprochen hast, weil hättest du lieber... Warte, es gibt so ein Sprichwort, harte Zeiten formen gute... Starke Menschen. Genau. Ja. Genau. Das ist gut, dass du das sogar sagst, weil das habe ich sogar letztens bei Isos letzter Caption habe ich das geschrieben. Ja? Ja, auf Englisch, tough times build strong minds oder strong people. Ja. Und das stimmt einfach auch. Weißt du, weil durch diese harte Zeiten lernst du so viel, wo du dann am Ende des Tages sagen kannst, das hat auch Marius letztens im Podcast gesagt, weißt du, dass er diese Zeit in Hannover schon früh genug hatte, um dann zu wissen, wie es dann ist, ne, mit Ende 29 oder 30 dann sozusagen, dann diese Zeit nochmal zu erleben und dann weiß man, wie es sich anfühlt, weißt du? Zum Beispiel, wenn du das erste Mal so einen Kreuzbandriss oder so mit 25 hast, so, oder das ist der erste Rückschritt in deinem Leben, Digga, du weißt einfach nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ja. Und das ist halt viel schwieriger dann für dich, weißt du? Aber das Thema, was du gerade angesprochen hast, das will ich auf jeden Fall nicht auslassen, weil ich stelle jetzt mal so eine Frage. Hättest du lieber reiche Eltern und du kannst wirklich machen, was du willst? Also jetzt nicht reiche Eltern. Also wenn ich jetzt zurückdenke? Jetzt zurückdenken. Jetzt nach dem Abi oder nach der Schule, so, du gehst jetzt in die Arbeitswelt rein. Reiche Eltern und es ist klar, dass du auch erfolgreich wirst. Ja? Oder bist du lieber jemand, der von, ich muss jetzt nicht sagen, dass du jetzt arme Eltern hast oder was auch immer, aber der alles so auch von sich selber aus schafft, mit seinen eigenen Erfahrungen und dann es schafft. Was wäre für dich so dein Traumszenario? Also man kann das so erklären, wenn ich jetzt ein Kind habe eines Tages und wenn ich mit dem Mindset, dieses Mindset, das ich jetzt habe, mein Kind erziehe, will ich, dass dieses Kind nichts hat. Also ich will, dass ich diesem Kind gar nichts gebe, dass es alles selber erkämpfen muss. So zum Beispiel, wenn dieses Kind, keine Ahnung, Fußballer werden will, dann will ich nicht der sein, der dann, keine Ahnung, beim Club da anklopft und sagt, ey, ich gebe dir 20 Mille dafür, lässt du meinen Sohn da eins höher spielen oder Starthelfer oder so, weißt du, was ich meine? Ich will, dass er das selber erkämpft, weil ich weiß nicht, das Ding ist, wenn du halt
jung auf schon so dein Kind das Gefühl gibst, dass alles, dass man, wie soll ich sagen, dass man alles erkaufen kann oder dass man alles in den Arsch geschoben bekommt, dann, das übt sich dann über das ganze Leben aus. Vor allem das, was du in den jungen Jahren lernst, das bleibt halt fast für immer. Ja. Ich bin da ganz klar so, dass ich sage, das Leben ist wie so eine Klausur, okay? Wenn du bei einer einen Klausur schummelst, dann schummelst du und schummelst du und schummelst du. Aber irgendwann kommt diese Aufgabe wirklich in dein echten Leben. Ja. Weil du geschummelt hast, weißt du ja gar nicht, was du machen sollst. Das heißt, wenn du jetzt ein Mensch bist, der alles geschenkt bekommen hat, in, wie du schon gesagt hast, einen Arsch bekommen hat, so was auch immer, so, so Geschenke hier und da, alles konnte man möglich machen durch Geld oder durch Connections und so, dann wird irgendwann dieser Punkt kommen, wo die ganzen Sachen nicht mehr helfen. Und wo nur noch dein Charakter, dein Mindset, deine Skills oder deine Fähigkeiten helfen, und du kommst einfach nicht mehr weiter. Und da fangen dann die Probleme an für diese Menschen. Und ich bin dann trotzdem noch der Meinung, dass wenn du es schaffst, ohne diese Hilfe von, jetzt sage ich mal, von deinen Eltern oder von irgendjemand anderen, so sage ich mal, klar, Hilfe wirst du immer bekommen, wenn du was drauf hast, ne? So, damit will ich jetzt nicht abstreiten, aber es ist ja trotzdem diese Hilfe, also ich die du selber erarbeitet Hilfe hast. Hilfe ist ja okay, ich sage mehr so diese finanzielle genau, Hilfe. Genau, die du dir erarbeitest oder, keine Ahnung, du kannst dir auch finanzielle Hilfe bei der Bank holen, aber dafür musst du ja schon was geleistet haben, so. Aber dieser Moment, wenn du es weißt, dass du von null auf etwas geschafft hast, ja, ich glaube, das ist der schönste Moment, den es im Leben gibt. Das ist unbezahlbar. Ja. So, da guckst du in den Spiegel und denkst dir einfach, pff, was bin ich für ein Motherfucker, Digga. Und du denkst dir dann so zurück, wo habe ich gestartet? Genau, so. Du denkst zurück, Alter, was habe ich gegessen? Ich habe Nudeln, ich habe Yum-Yum gegessen, ich habe Suppe gegessen, Tiefkühlsachen gegessen. So, und jetzt sitzt du dann, so weißt du, dann sitzt du in so einem Restaurant, als Beispiel jetzt, und bestellst, was du willst, so. Ich glaube, das ist doch einfach das schönste Gefühl, was es gibt, so. Weißt du, was ich meine? Und das, wie gesagt, das Leben geht auch so schnell, so. Manchmal hat man Sachen, wo man denkt, ey, was habe ich denn vor 2-3 Jahren noch gemacht? Und du guckst dir das dann einfach an und du bist dann einfach dankbar. So, ich finde, das hat man noch ein bisschen viel zu selten, so, wo man sich einfach mal hinsetzt und sagt, ey, keine Ahnung, danke Gott, so. Ich bin jetzt hier, wo ich sein wollte, oder ich bin jetzt auf dem Weg dahin. Und das ist einfach für mich auch manchmal so Gänsehaut pur und das kommt bei mir eh viel zu kurz, so sag ich mal. Ja. Weil man irgendwie die Zeit sich dafür nicht nimmt, so weil man auch nicht so zufrieden sein möchte. Weil ich finde, es gibt noch ein anderes gutes Sprichwort, wenn wir bei Sprichwörtern sind. Das ist so, du kennst es ja wahrscheinlich auch, du kennst es wahrscheinlich sogar noch besser. Wenn Leute zu dir kommen und sagen, boah, Bruder, du bist der Krasseste und so. Aber deine Vision ist einfach noch 10-mal weiter. Weißt du, dann sagt du man, denkst du selber so, Bro, ich bin doch noch nirgends. Genau. Und da hab ich auch von einem Kollegen, der sagt mir, ey, Bro, du beglückwünschst mich für mein Fahrrad, obwohl ich ein Ferrari haben möchte. Weißt du, was ich meine? Ja. Wie ich die Metapher meine. So, und dann, check, das ist halt das Lustige, so, wenn du deine eigene Vision so gesetzt hast, dass du dir denkst, ey, ich will noch viel weiterkommen, was andere vielleicht gar nicht verstehen werden. So, da bist du schon ein bisschen alleine mit dem Problem, aber auf diesem Weg, jetzt kommen wir wieder zum Thema mit Hilfe, wirst du diese Leute wieder kennenlernen, die so eine ähnliche Vision haben, ja, und mit denen wird man dann halt, sag ich mal, mehr oder weniger am meisten sein, so, weil die da einfach deine Sprache sprechen. Ja. Ich finde, das ist schon geil, in manchen Sachen zu sehen. Aber jetzt ist ja zum Beispiel auch wieder so eine Sache, wir sind jetzt hier nach Mailand gekommen, anfangs sogar ohne eine feste Zusage, sag ich mal. Ja, wir können ja das mal erklären, so wie das abläuft. Erklär das mal. Also es hat ja so angefangen, das kann ich ja sagen, dass ich habe eine sozusagen Last-Minute-Anfrage bekommen. Das habe ich eh schon Insta-Story, das war mit Adidas zusammen. Und dieser Dreh war hier in Mailand. Und das habe ich, was ist heute, was haben wir heute, Sonntag? Sonntag. Ja. Ja. Und diese Anfrage habe ich, glaube ich, so Dienstag oder so bekommen. Und das dauerte dann immer so meistens so 1-2 Tage bis so diese Finale, wenn du alles besprochen hast, alle Details, alles stimmt, dass es dann so dieses Go gibt. Und ich glaube am Montag oder Dienstag war diese Anfrage. Ich habe dir dann, glaube ich, so direkt einen Tag danach oder ein paar Stunden danach angerufen. Ja. Hab dir gesagt, Bro, guck, so und so, ich habe ein Projekt in Mailand. Eigentlich könnten wir das verbinden mit paar Leuten, die wir hier kennen. Ich sage jetzt nicht wer oder so, ich will jetzt nicht teasern oder so. Und da hat es eigentlich begonnen. So, was hast du dir aber dabei gedacht? Dachtest du, es wird was, oder? Für mich war es so, ich dachte mir so, Digga,
Weil ich denke mir so, guck mal, ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwo hinzufahren. Ja, und dann Ende chill ich hier nur, so, weißt du, was ich meine? Ja. So, weil ich bin schon so ein Mensch, bin schon so, was das angeht, schon relativ fokussiert. Dann, wenn ich zu Hause jetzt mal so einen Tag aufmache, so, okay, das ist jetzt ja kein Problem, so, weißt du, was ich meine? Aber diese Fliegen, aber alles so viel auf. Digga, dann, dafür, du zahlst ja auch, so, weißt du, ja, ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt alles umsonst. Ja. Du fliegst, du, ne, klar, du vernachlässigst dann sozusagen auch ein bisschen Sachen, die zu Hause sind. Du hast ja selber noch Projekte auch, die zu Hause sind, so. Aber für mich ist das dann so, du hast es ja selber auch gemerkt. Ich habe gesagt, okay, wenn wir das jetzt sagen, wir machen es, dann machen wir es. Und dann irgendwann habe ich gesagt, komm, weißt du was, Digga, ich buche jetzt einfach meinen Flug und wir werden es schon hinbekommen. Weißt du, weil wenn du gar nicht so positiv denkst, dass du die Sachen noch schaffst, dann wirst du die Sachen noch nie erreichen. Weißt du, was ich meine? Wenn du kleinkariert denkst und wir hätten jetzt gesagt, ja, ich warte jetzt einfach nur ab, bis wir diese Planung haben, Planungssicherheit. Naja. Oder wohin willst du mit Planungssicherheit gehen? Das Ding ist halt, wir haben das auch diskutiert so. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu dieser heutigen, was ist das, 9. Folge? Ja. Hatten wir ein Risiko bis jetzt? Es gibt halt immer ein Risiko. Ja klar, aber ich meine so. Ja. So richtig? Nee. Nee, nicht, ne? Ja, und dann haben wir auch echt gesagt, nicht, dieses Mal all in or nothing, Bruder. Ja, wir müssen halt mal irgendwann dieses Risiko eingehen, weil bei manchen Leuten weißt du halt wirklich, wir kennen ja diese Fußballer, wie die manchmal sind. So manchmal ist es ein bisschen Lust und Laune und dann ist halt so. Aber ich finde halt, klar, für mich, ich kann das jetzt einfach sagen, weil ich war sowieso schon in Mailand. Aber ich glaube, ich wäre jetzt auch hierher gekommen, obwohl ich nicht gewusst hätte, ob jetzt irgendwas klappt oder nicht, weißt du? Das Lustigste ist auch, also was ich mir dann auch immer bei solchen Sachen denke, ist, stell dir mal vor, du kommst nicht und es hätte geklappt. Und diese Aussage möchte das ich wirst, mir niemals... Ja, das wirst du nie vergessen. Nie vergessen. Ja. Ich möchte mir diese Aussage niemals sagen lassen können, weil ich immer das versuche, um es dahin zu bringen, weil wenn ich so eine Situation jetzt, sage ich mal, misse, und ich wegen dieser Situation, weil ich dann sozusagen keine Eier hatte, weißt du, was ich meine? Ja. Keine Eier hatte, dann einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt und wenn ich dann auf die Schnauze falle oder wenn es ein Rückschritt ist, es gibt immer Rückschritte im Leben. Das Leben ist eine Treppe. Mhm. Es ist einfach eine Treppe und eine Treppe hat auch einfach diese Hochkante, ne? Und einmal, wo du einfach stehen bleibst. Ja. So und hoch und stehen bleibst. Und du kannst auch manchmal 5 Stufen runterfallen, aber wenn du dann nicht in der Lage bist, ja, diese 5 Stufen wieder hochzugehen und dann einfach nochmal mehr, dann weiß ich nicht, ob es das Richtige ist für dich, so selbstständig zu arbeiten oder so. Weißt du, dann solltest du lieber irgendwo arbeiten gehen, wo du die Sicherheit hast, dass du jeden Tag arbeiten gehen kannst, am Ende des Monats dein Gehalt bekommst und dann holst du vielleicht am Ende des Monats wieder rum, dass es dir doch nicht so gefällt, so. Ja. Weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich einfach jetzt gesagt, komm, wir nehmen uns jetzt einfach hier das alles zusammen, wir reisen hier hin und ich sage von heute jetzt auch immer noch, das wird auf jeden Fall einfach klappen, so, weißt du? Ja, das ist ja das Lustige, Stand jetzt, also ich finde, wir können ja auch transparent so darüber reden, klar. So Stand jetzt, wir wissen eigentlich immer noch nicht genau, was passieren wird, genau. So. Wir wissen auch nicht mal, wann diese Folge kommt, ob jetzt nach einem Gast kommt oder vor, wie auch immer und auch an welchem Tag. Genau. Aber wir sind immer noch so positiv eingestellt, dass das Ganze klappen wird. Safe. Und wenn nicht, haben wir halt CLS in Milano. In Milano, Digga, ja. Und das ist halt auch wieder der Punkt, worüber wir auch schon viel diskutiert haben, ist das Tempo, was wir ja hier gerade gehen, so ist ja wirklich unfassbar. So, weißt du, was ich meine? Ja. Also wir sind ein Tempo am Gehen. Wenn wir das 2-3 Jahre machen... So, wer macht sowas, sag mal. Ich kenne keinen, der sowas macht, ehrlich jetzt. Ja. So, und da müssen wir auch mal so Props an uns selber geben, so wie wir das auch wirklich auch am Durchziehen sind so und wirklich versuchen, hier auch immer diesen positiven Mehrwert und Content zu liefern. Ich glaube auch, viele Leute denken so... Boah, krass, aber die schaffen das nicht, in diesem Tempo weiterzumachen, weißt du, was ich meine? So diese jede Woche, jede zweite Woche ein Gast und dann nicht so diese 5. Liga-Gast, wo niemand juckt. Ja. So, das sind dann schon Champions-League-Spieler, Ligue 1, was auch immer. Bundesliga, so sowas halt, ne? Richtige Baller halt. Ja, und ich denke mir dann auch so, weißt du, was das für mich ist? Ich weiß, dass sehr viele Leute so denken, dass wir das nicht schaffen. Ich weiß das. Das muss mir keiner sagen, aber ich weiß das. Aber es gibt eine Sache, nach der ich lebe, oder? Und das ist prove them wrong. Weißt du, was ich meine? Weil ich will nur diese Gesichter sehen, am Ende des Tages, wenn es dann heißt, Digga, wir haben ein Jahr unsere Ziele erreicht, nur für unsere Ziele, die wir beide uns gesteckt haben und gesagt, ey, wir haben jedes Ziel, wie bei diesen Notizen immer, dieses Häkchen dran gemacht, was bei CLS angeht. Weil ich sag dir ehrlich, dann bin ich so zufrieden, weil ich dann einfach weiß, ey, wir haben Gas gegeben, es kann immer noch mehr kommen, weißt du, wir haben immer noch Potenzial nach oben, es gibt noch so viele Gäste, die wir noch nicht hatten, die es noch geben kann, die noch vielleicht gar nicht auf dem Radar sind, weil lass 2 Jahre warten, dann haben wir das nächste Wunderkind oder was auch immer so, weißt du, und dann geben wir vielleicht auch, bald jetzt haben wir viele Fußballer gehabt, ne, oder werden auch immer wieder viele Fußballer haben, aber vielleicht auch in andere Richtungen und so. Ihr könnt ja mal auch sagen,
welche Nischen Leute euch auch nochmal so interessieren, ob es jetzt Fußball ist, ob es jetzt Musik ist, was uns ja auch sehr interessiert, ob es vielleicht auch einfach andere Unternehmer sind, so die es auch irgendwie geschafft haben oder jung sind oder was auch immer, die eine coole Geschichte haben. Mhm. Ihr könnt uns ja auch mal gerne sagen, außerhalb vom Fußballern, was ihr noch für interessante Charaktere sehen wollt. Mhm. Weißt du, das wäre auch mal interessant für uns so zu sehen, so in welche Richtung das gehen kann. Welche, wenn wir bei diesem Thema sind, könntest du jetzt einen US-Rapper auf diesen Podcast, jetzt hier in der Mitte, okay, wer wäre das? Boah. Jetzt ein US-Rapper. Ja. All time, sagen wir auch jemand, der tot ist. Der tot ist? Ja. Oder ganz ehrlich, ich hätte zu gerne dann Pop Smoke. Pop Smoke? Ja. Über allen, über Michael Jackson, also klar, das ist jetzt nicht Rap oder so, aber all time. Boah, all time. Puh. Tupac dann. Tupac? Ja. Ein guter Call. Tupac, der hat meine Jugend geprägt, Bruder. Nee. Jedes Lied, wenn ich jetzt immer noch seine Musik höre, wie viele Menschen der berührt hat, wie real der war, wie krass er rappen konnte, was für ein krasser Charakter der war. Also Tupac Shakur, Bruder, gibt keinen krasseren. Tupac oder Biggie? Tupac. Biggie ist krass. Biggie ist einer der krassesten, aber Tupac ist für mich nochmal von seiner, weißt du, ich kann mich mehr mit ihm identifizieren. Yeah. Wer jetzt der bessere Rapper von den beiden ist, ne, wer die besseren Hits hat, kann man sich streiten, aber ich kann mich einfach besser mit Tupac identifizieren. Mm. So, und deswegen muss ich einfach sagen, dass Tupac für mich nochmal ein Level über Biggie ist in dem Gesamtpaket. Yeah. Ja, wie wäre es bei dir? Ich glaube, ich bekomme viel Hate, aber ich glaube, musiktechnisch wäre für mich eher Biggie. Ja? Also ich mag einfach die Musik von ihm mehr. Also von wie sagst du Musik? Also dieses It Was All a Dream und so, das ist natürlich das ist ein so krasser Sachen, Banger. Bro, und so sowas, Bro, das kannst du heute noch hören, Bro, und das ist einfach unfassbar. Also willst du mir jetzt sagen, dass Tupac kannst du jetzt heute nicht mehr hören? Doch, okay. Aber ich sag Biggie, für mich persönlich. Okay, dann sagen wir jetzt, wer ist für dich der beste Rapper, der jetzt gerade noch lebt? Aktuell. Nicht erlebt, so aktuell, wer ist die Nummer 1 US-Rapper? Aktuell. Pff, Drake? Ja. Ja, Bros. Wenn willst du ich sonst sag dir sagen? Aber ehrlich, so, guck mal, für mich, mein Lieblingsrapper ist nicht Drake, Bruder. Wenn ich dir sage, die Nummer 1, Nummer 1. Ja, für mich, ich sag auch nicht, ja, ich würde auch jemand anderen sagen. Okay, wen würdest du denn dann sagen? Lil Baby für mich. Okay, für mich ist Future. Ja, Future ist auch krank, ja. Oder für mich Future, der ist eine Persönlichkeit. Ja. Du kannst aus dem ein Meme machen, der macht geisteskranke Musik, der hat geisteskranke Features immer, der hat so seine eigene, dieses Trap-lastige, so weißt du. Ich finde Future ist für mich momentan die Nummer 1, auch vor Drake, vor Lil Baby. Vor Lil Baby, Bro. Vor Lil Baby? Vor Lil Baby. Bro, guck mal, für mich ist halt Lil Baby, Bro, ich benutze fast jeden seiner Songs für Videos, deswegen, Bro, für mich ist immer, wenn jemand ein Video will, ich überlege schon, welchen Lil Baby Song, weißt du? Ja. So deswegen, für mich ist Lil Baby einfach. Boah, für mich ist echt, ich muss echt schon sagen, Future. Aber Deutschrap, hörst du Deutschrap auch? Weniger. Ich glaube, früher viel mehr. Mhm. Wir haben ja vorher über dieses Thema ein bisschen diskutiert. Früher war für mich schon Bushido, habe ich schon viel gehört. Ich höre, ich verstehe die Leute nicht. Ey. Logischerweise vor diesen ganzen Skandalen und so. Also ich sage auch so allgemein vor, das war vielleicht so diese vom Bordstein bis zur Skyline, diese Zeit. Deutschrap, sonst Shindy habe ich extrem gefühlt, immer noch. Ich glaube, der hat einfach zu viele Filme jetzt mit seinen ganzen Hin und Her da. Boah, was der da macht, weiß ich auch aber nicht. Für mich ist er der größte Künstler in Deutschland. Für mich. Ganz klar ist für mich Shindy im Deutschrap der beste Musiker auf jeden Fall. Ja. Der auch wirklich auch so ein bisschen einzigartig ist. Wobei ich diese Einzigartigkeit von einem Shindy muss man auch, kann man auch in vielen Fällen drüber streiten, weil die ja alle immer sagen, ja, der nimmt doch alles von Amerika und so. Aber das ist ja genau wie bei jedem anderen so. Ich finde aber trotzdem, dass er das schon so, wenn man sagt, das richtige Wort für ihn finden kann, ist so extravagantesten machen kann. Also macht, weißt du, Shindy ist schon so seiner Linie treu. Ich weiß jetzt nicht, was für Probleme der hat, aber Shindy ist ein geistkranker Typ. Auch. Ja, ich glaube, große Probleme. Ja, glaube ich auch, aber der ist für mich. Also ich meine, wann ist letztes Mal von dem richtig was gekommen so? Oh, letztes Jahr. Ich glaube, bei dem sind die Interviews heftiger als die Musik-Output so. Ja, ich weiß nicht, was gerade los ist. Ich glaube, der bringt jetzt, macht das so bald wieder seine Tour oder so Konzerte und so. Ja, Bro, ich sag dir, ich glaube, das wird auch wieder abgesagt. Ich weiß echt nicht. Der meldet sich dann so ein Jahr nicht und dann kommt er aus dem Nix mit einer Story-Tour.
Ja, ich finde das ein bisschen komisch, dass er sich denkt, also das, was er macht, er macht ja wirklich, wirklich höchste Stufe auf exklusiv. So, und der benutzt ja Instagram zum Beispiel nicht. Und er sagt das ja auch in vielen Interviews, dass er sowas nicht benutzen will und so. Und ich finde schon so, dass du als Künstler momentan in dieser digitalen Welt schon zwingend das machen musst. Okay. Weißt du? Aber zu dem will ich auch was sagen. Also ich glaube nicht mal, dass er das bewusst macht, dass er krass rüberkommt. Ich glaube, er ist einfach so. Deswegen sage ich ja, dass er für mich auch authentisch ist in dieser Hinsicht. Weil du musst es machen, um ein erfolgreicher Musiker zu sein. Er hat wahrscheinlich auch seine Business, womit er schon sein Geld verdient hat, so neben der Musik jetzt, sage ich mal. Aber dass du sagst, dass du momentan, also das geht ja gegen jegliche Managementaufgaben. Weißt du, was ich meine? Das ist wahrscheinlich auch so ein Mensch, der auch unmanagebar ist. So stelle ich mir den vor. Weil wenn ein Management dem sagt, ich weiß nicht, welches Management hinter dem sein muss, dass der den sagt, ey, okay, mach keinen TikTok, mach kein Instagram, mach kein nix. Der macht ja wirklich nichts. Also geh einfach nur ins Studio, nimm deine Musik auf und dann, wenn die rauskommt, dann droppst du die kurz und dann deine ganzen OG-Fans hören das noch. Aber neue Fans wird er ja irgendwie nicht mehr bekommen, weil er sich darum ja gar nicht mehr bemüht. Und wenn du überlegst, wie viel dieses TikTok von Künstlern, also ne, es gibt so viele neue Fans durch TikTok bei neuen Künstlern, die man gar nicht kennt. Digga, TikToker machen Musik. Ja, aber Bro, überleg mal, was würdest du, wie krass wäre der Downgrade von Shindy, wenn du jetzt auf einmal TikToks von Shindy siehst? Ich sag, das ist kein Downgrade mehr. Bro, doch. Früher war das noch, weil früher wurde TikTok so krass belächelt und so. Jetzt hat jedes einzelne Unternehmen... Ja, es ist auf jeden Fall besser geworden, auf jeden Fall. Ja. Aber Bro, ich glaube, Shindy wird niemals auf TikTok sein. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist zum Beispiel, wo die Leute sich immer an sich selber hindern zu wachsen. Verstehst du? Der Stolz ist dein größtes Problem. Dein Ego ist dein größter Gegner, Bro. Ey, Bro, aber guck mal. Shindy zum Beispiel, er orientiert sich ja extrem an zum Beispiel Drake. Ja. Hat Drake TikTok? Bro, aber Drake ist ein Weltstar. Aber Bro, er sieht sich doch auch so. Ja, aber guck mal. Weißt du, wenn du dich nicht da misst, so, an wen willst du dich dann messen? Okay, wenn du jetzt sagst, du siehst dich wie Drake. Ja. Wie viele Lieder droppt Drake im Jahr? Ja, aber Bro, ich glaube, er will ja droppen, Bro. Aber ich glaube, der hat wirklich so diese rechtlichen Probleme. Aber wenn du weißt, dass du es nicht kannst, über diese Art und Weise, dann musst du doch irgendwie kommen, dass die Leute trotzdem noch über dich reden. Weil so kommst du doch in Vergessenheit. Das Ding ist, wir sehen halt nicht, was so hinter dir. Wir wissen nicht, was da passiert. Er ist ein krasser Künstler und so. Aber für mich ist es halt so, wenn du dich irgendwo so siehst, dann musst du auch ungefähr dasselbe liefern. Du musst jetzt nicht da sein, wo der andere ist, aber du musst schon dieselbe Work Ethic haben wie der andere. Weißt du, wenn ich jetzt Drakes Work Ethic sehe, der ist in fast jedem Feature ist er irgendwo. Jede Woche kommt irgendwie ein Lied raus. Das kriegt alles immer seine Millionen Zuhörer und so. Und ich denke mir dann schon so, da kannst du dir dann nicht rausnehmen zu sagen, ey, ich sehe mich wie der und der. Und ich mache aber das und das nicht. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Wie du schon gesagt hast, so TikTok war damals so eine App, die man einfach nur belächelt hat. Das ist eine Kinder-App. Das ist eine App für Frauen, für Mädchen. Für Tänzer. So für Tänzer und so. So, und jetzt überleg mal so, TikTok, kein einziges Unternehmen in Deutschland, was funktioniert, hat kein TikTok. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? 100%. Du siehst jede einzelne Firma auf TikTok so. Und daran siehst du ja auch. Aber man muss auch sagen, der Content auf TikTok hat sich verändert. Also früher war das ja wirklich nur Tanzen. Nur Tanzen, ja. Jetzt ist es auch schon ein bisschen mehr in diese Bildungsschiene gegangen, auch in manchen Hinsichten, je nachdem, wie man... Ich meine, wir machen ja auch, wir sind ja auch auf TikTok. Du kannst da sehr viele Sachen machen. Vor allem ist es halt einfach durch die Digitalisierung einfach auch einfach da eine Reichweite zu bekommen und so. Wobei ich aber trotzdem sagen muss, dass TikTok halt auch vielen Leuten eine Plattform gibt, die eigentlich auch gar nichts können. Ja, die wirklich gar nichts können. Und das ist ja momentan gerade richtig krass, dass die Leute, die nichts können und nur negative Sachen eigentlich in die Welt setzen, dass die gerade eine riesen Plattform bekommen. Ich weiß nicht, ob du weißt, über wen ich jetzt gerade schon rede. Wer auf TikTok hat eine riesen Reichweite, der ist sogar gerade in deiner Stadt, Bro. Kein Plan mit dem. Barello, Bruder. Ach so. Bruder, das ist halt die heutige Unterhaltung. So. Ja, klar, weißt du, früher ist es Fernsehen, heute sind es halt die so. Ich bin nicht mal ein Barello-Hater. Ich auch nicht. Ich finde das krass, was er macht. Ne. Weil er hat es wirklich geschafft, aus nix ein Star zu werden. Oder er kann nichts. Er kann nicht singen. Er kann unterhalten. Er kann unterhalten. Das ist auch was, so, Bro. Entertainment. Ne. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, wenn man jetzt sagt, weil jetzt beschweren sich ja die Leute, oh, die gehen nur bei TikTok live und verdienen da Unmengen an Geld. Halte mal, leg mal dein Handy hin, Bro. Weißt du, wie viel
Also was sind zum Beispiel 10.000 TikTok-Punkte? Weißt du, wie viel das ist? 10.000 TikTok-Punkte? Ja. Boah, ich wusste das. Du hast mir doch gestern gesagt, Universum ist... Universum sind aber mehr als 10.000, Bruder. Universum sind 15.000. Und lass mich jetzt nichts Falsches sagen, das müsste auf jeden Fall so um die 2 bis 3K sein. Aber TikTok nimmt ja 70%. Ach so, also nicht netto. Nein, ist nicht netto. Das ist erstmal dieses TikTok-Brutto. Das heißt, pro Universum kriegt er so 1, 1,5. Sowas ungefähr. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, wie es richtig ist. So ungefähr ist es dann. Und von diesen 1,5 kriegt TikTok nochmal diese, von dem Geld, was dir auf dein Konto kommt, musst du das eh nochmal versteuern. Mhm. Weißt du, ist ja steuerpflichtig in Deutschland. Mhm. Und auch in der Schweiz, egal wo du das machst. Mhm. Und davon hast du am Ende des Tages das Geld. Aber es sind ja Leute, die sind ja wirklich 24/7 online. Ja? 24/7 sind die online. Ich schwöre, ich stehe auf, heute Morgen, egal wann, ich gehe live, ich gehe auf TikTok und du siehst die. Wenn du die nicht live siehst, siehst du deren Clips. Ja. So, und das ist ja wie so eine Serie geworden. Also es ist wirklich Unterhaltung. Und ich sage ja nicht umsonst, es ist jetzt nicht irgendwas, was die machen, sondern für mich ist das schon krass, dass wenn ich mir denke, Digga, 50.000 Leute gucken dir zu, live. Unterhalte mal. Hat der 50.000? Der hat doch den Rekord geschafft. Der hat den Rekord von Montana Black jetzt gepackt. Und hat 50, auf TikTok? Ne, auf TikTok. Okay. Und hat 50.000 Zuschauer live oder ein bisschen sogar mehr. Mhm. Wo du weißt, was das ist, ne? Ja, das ist normal. Ein Stadion. Normal. Ein Stadion, was dir einfach zuguckt, wie du redest. Ein Stadion, Bruder. Ja. Und das kriegen Vereine hin. Bruder, so ein Verein wie Bayer Leverkusen kriegt das nicht hin. Hm. So, weißt du, was ich meine? So, und jetzt hast du diesen Typen, der es hinbekommt, dass ihm 50.000 Leute einfach mal zuhören, wie der labert. Was denkst du, was macht der im Monat? Das letzte Mal irgendwie so. Ich habe auch mal was gehört. 30.000 oder so hat ja, einer gesagt. Ja, sowas. Und dann hast du ja noch seine Placements und so, diese ganzen Sachen. Ja. Also das ist, wie gesagt, TikTok gibt Leuten Chancen, die damals wahrscheinlich niemals eine Chance gehabt hätten. Hm. So, und jetzt ist ein krasser TikToker verdient besser als jeder Arzt. Weißt du, was ich meine? So, wenn du überlegst damals, wie das so war. Du hast studiert, um Arzt zu werden. Bald musst du, glaube ich, studieren, um TikToker zu werden. So, weißt du, was ich meine? So, das ist so lustig durch diese Digitalisierung. Was es für neue Jobs alles gibt. Mm. Jetzt hast du TikTok-Manager. Jetzt hast du, weißt du, was ich meine, so diese ganzen Leute, die sich einfach nur so diese Lives geben, Bruder, die sind einfach bald so, die sind Millionäre bald. Nee. Das sind die neuen Millionäre. So, und wenn du in der Lage bist, über deinen Schatten zu springen, da siehst du mal wieder, du brauchst nicht jeder, sonst würde es ja auch wieder jeder machen. Nee. Dann kannst du am Ende des Tages erfolgreich werden. Deswegen feiere ich solche Geschichten auch. Wobei ich bei Barello sagen muss, damit das jetzt nicht wieder hier irgendjemand sagt, so, wie er zu diesem Hype komplett gekommen ist, das finde ich, meiner Meinung nach, geht gar nicht. Und da verstehe ich auch zum Beispiel, wenn so ein Montana Black sagt, weil hast du das mitbekommen, dieses Statement von dem? Hm. Der will ja sozusagen, dass der so theoretisch boykottiert wird. Aber was hat der genau gemacht? Bruder, Barello war ein bisschen bekannter. Also schon, ne? Für was? Für seinen Content halt. Also davor, vor seinem Hype schon, ja. Für seinen Content so. Und irgendwann hat er vorgetäuscht, dass er Krebs hätte. Und nur noch ein paar Tage hat zu leben und so. Aus welchem Grund? Damit er Spenden bekommt? Damit er Spenden und Fame bekommt. Pa. So ist der, Bruder, so ist der Fame geworden. Der ist Fame geworden dadurch, dass er gesagt und da ist kein Hintergrund, dass er wirklich so irgendwas macht. Nein, er hatte nichts. Nichts mit er hat es schon zugegeben, er hat sich doch dafür entschuldigt und so. Okay. Der ist Fame geworden, weil er gesagt hat, ich habe Krebs und ich lebe nicht mehr lange und so. Hm. Und so hat er Spenden bekommen und so ist der Fame geworden. Und dann hat er sich irgendwann dafür entschuldigt, aber er hatte ja schon diese ganze Base. So, dann hat der von diesem todkranken Menschen, wurde dann zu dem einer der lustigsten Menschen bei TikTok und so ist es gestiegen. Schon deswegen hart. Ist das meiner Meinung nach, also das kann man nicht verantworten. Eigentlich müsste der jetzt so einen Spendenmove machen und so einfach mal so eine Krebshilfe spenden oder so, weißt du? Das zumindestens. Ja. Eigentlich darf der auch nie wieder bei so bei TikTok so damit wirklich ernsthaft Geld verdienen, weil wenn du so etwas ausnutzt und jetzt setze ich mal eine Situation von einer Person, die vielleicht die wirklich Krebs hat. Ja. Ja. Und du siehst, jemand macht auf diese Art und Weise Geld, da siehst du einfach, wie dreist die Menschheit einfach heutzutage geworden ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, und das finde ich in der Hinsicht schon, wo ich sagen muss, schon heftig, ja. Mhm. Aber ich finde, das Lustigste an TikTok ist aber sowieso... Aber was mich interessiert, denkst du, das Ganze mit Matches und so, denkst du, das haltet für immer oder für länger? Oder? Wie meinst du? Ich habe das Gefühl, dass es jetzt nur so in diesen, keine Ahnung, in kurzer Zeit hält das noch mit diesen Matches und irgendwann... Das wird, ich sage... Dieses Metaverse wird alles einholen. Also denkst du, Instagram wird auch dieses Matchen so machen? Oder das Ding ist, als App musst du ja schaffen, dass ein einzelner Mensch so lange wie möglich auf dieser App verweilt. Mhm. Okay? Durch diese Matches
Leute gucken ja diesen Matches zu und geben ja noch Geld. Ja. Das heißt, das ist ja das Beste, was es gibt. Entweder Instagram wird diesem nachziehen, ja, dass du auch irgendwie, weil das Instagram ist ja die, sozusagen die einzige App, worüber, wo du sozusagen nicht normal, organisch Geld verdienen kannst. Du brauchst ja Kooperationen und sowas. Ja. Das brauchst du bei TikTok jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt kommt es ja, ist es jetzt so, damals gab es ja auch TikTok nicht. Das heißt, die Influencer waren damals so die reichsten aus dieser digitalen Welt. Mhm. So ein großer Influencer war so Maximum. Ja. Ja? Jetzt hast du so TikToker, die verdienen jetzt mindestens das Dreifache, Vierfache wie so ein großer Influencer bei Instagram. Mhm. Jetzt siehst du aber, was siehst du jetzt? Diese ganzen Influencer von Instagram gehen auf TikTok. Ja. Und was machen die da jetzt auch? Matches. Mhm. Wobei dann immer jeder sagt, ja, ich mach keine Matches, mach keine Matches. Guck, wie die auch Matches machen werden. Weißt du, was ich meine? So, ja. Und aber was ich mich frage, wieso ist es in Amerika nicht groß? Diese Matches? Ja. Weil eigentlich ist doch immer, dass wir alles von Amerika holen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich sehe ja nur Matches in Deutschland. Bro. Vielleicht noch Albanien macht auch so, hat ja auch so diese einzelnen. Saudi-Arabien, wo das gerade ja, das, genau, größte Match, ja, das, big, das größte wo Match. So war, Millionen Punkte sind, ne? Mit Albanien gegen Saudi-Arabien. Ja. Bruder, das war geisteskrank. Ja, ich hab's auf YouTube. Die haben in 5 Minuten, Bruder, lass mich nicht lügen, die haben da so 20, 30, 40.000 verdient, ne? Ich glaube sogar mehr. Sogar mehr, kann sein, ja. Aber an Punkten. Also ich habe nur diese Zahl oben gesehen. Ja, das war Milliarden, die hat nicht aufgehört. Ja. Ja. Das war geisteskrank, aber. Aber deswegen, wieso Amerika nicht? Du hast dich vergessen, dass hier in Deutschland gibt es eine Sache zum Beispiel, die ganz anders gesehen wird, und das ist OnlyFans. Und OnlyFans ist in Amerika groß. Aber OnlyFans ist auch schon in Deutschland groß. Bro. Ja, aber Bro, in Deutschland traut sich das noch nicht jeder. Für die ist das noch, du weißt, wie Deutschland ist. Ja, ja, aber ich frage mich nur, wieso Matches nur, also in Amerika nicht groß sind. Weil die was Lukrativeres da schon gefunden haben, oder? Ja. Safe. Aber ich glaube, das kommt da erst noch. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, weil OnlyFans, Bruder, du weißt ja, in Amerika macht ja jeder Mensch OnlyFans. Ob es Rapper sind, ja, ob es Weiber sind, also Frauen sind, ob es Typen sind, egal was, jeder macht ja OnlyFans. Und du musst ja aber, das checken ja die Leute in Deutschland nicht, dass OnlyFans heißt ja nicht, dass es sexueller Content ist. Mhm. Weißt du, das heißt ja, du zeigst einfach etwas, ob es dein normales Instagram ist, kann ja auch komplett auf OnlyFans platziert sein, weißt du, was ich meine? Und deswegen ist es einfach, dass der Punkt, wo ich sagen will, TikTok-Matches werden nicht wie OnlyFans sein. TikTok-Matches werden nicht wie OnlyFans sein. Ich weiß nicht. Bruder, die werden da keine TikTok-Matches machen. Hier wird irgendwann OnlyFans ankommen, ja. Dann werden diese ganzen Leute hier OnlyFans-Sachen machen. Du verdienst ja hier viel mehr mit OnlyFans, Bruder. Ja, also das mit OnlyFans ist sowieso heftig. So. Ja. Und Twitch ist ja zum Beispiel auch nochmal krasser als das. Aber Twitch zum Beispiel ein gutes Ding. Mhm. Das ist ja auch genau von Amerika geholt. Genau. Ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt diesen KSNet oder so anguckst, was hat der jetzt gemacht, diesen 30-Tage-Marathon? Aber jetzt erzähl mir, jetzt macht der das, ne? Ja. Was bringt es ihm jetzt, wenn er auf TikTok live geht? Ja klar, ihm jetzt nicht, aber zum Beispiel ein Eli geht ja auch nicht auf TikTok live. Weil die Twitch haben, ja, oder? Die brauchen das ja nicht mehr. Bei Twitch verdienst du das Geld. Also nochmal mit weniger Prozent. Aber weißt du, wer jetzt zum Beispiel so diese Matches machen kann? Ja. Klar, der hat jetzt auch schon ihr Geld gemacht, aber zum Beispiel Addison Rae oder so. Weißt du, Leute, die von TikTok groß geworden sind. Addison Rae ist die erste, die groß geworden ist auf TikTok. Ja. Weißt du, ich meine, wieso macht sie keine Matches? Die macht ja momentan erstmal gar nichts mehr. Ja, die hat wahrscheinlich ihr Geld schon die so ja, die gut ist ja gemacht. Netflix-Filmen, Bruder, und so. Ja. Das ist. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube, es wird nicht das so rumgehen, dass wir in Deutschland was vorgemacht haben und in Amerika passiert. Die haben da irgendwas ganz anderes. Das wäre aber mal speziell, dass das Deutschland krass, zuerst ist. Das wäre krass, so, ja, dass du dann so siehst, dass so ein Barello auf einmal vielleicht sogar Vorreiter in der Welt ist und so. Ja. So, das ist schon, ich finde es aber auch schon manchmal so, was hältst du denn von den Matches? Also Bro, für mich, keine Ahnung. Ich könnte es niemals machen. Niemals. Nee? Nee, niemals. Aber ich sage jetzt nicht, es ist was Schlechtes, weil am Ende, guck mal, es ist Unterhaltung. Jeder spendet von seiner eigenen Kraft aus. Niemand sagt, du musst spenden oder nirgends steht, wenn du das gucken willst, musst du spenden. Weißt du, wie ich meine? Jeder macht das von sich aus. Ich finde es einfach extrem heikel, dass TikTok sehr, sehr viele Kinder drauf sind. Und dann, keine Ahnung, vielleicht ein Kind hat irgendwie mal einmal die Kreditkarte von der Mutter benutzt. Und dann da guckt da jemand Barello und dann sagt er, spenden, 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 sonst verliere ich und muss mir irgendwie einen Namen auf die Stirn schreiben. Mhm. Und der denkt dann einfach, ja komm, das ist eh Kreditkarte, das ist nicht so schlimm und so, das kann man irgendwann bezahlen. Und dann spendet er mal so ein Universum. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, ja. Das wird da anders wahrgenommen.
Bro, du weißt, die machen das ja nur, damit die deren Namen da sehen. Ja, ja, klar. Und TikTok, also dass TikTok eine, also TikTok, dass TikTok eine Kinder-App ist, das weiß ja jeder. Ja. Und dass diese App jetzt sozusagen ein Tool rausgefunden hat, wo Leute bezahlen können, um ihrem Zuschauer, auch von dem Zuschauer, also von ihrem Vorbild oder was auch immer, die Aufmerksamkeit bekommen. Das ist natürlich tricky so, ne? Das ist aber schon clever, ja. Sehr clever, aber ich halte davon echt gar nichts so. Ja, ich das halt ist halt modernes Battlen, Bro. Battlen, genau. Das ist das moderne Battlen. Ja. Die sind da, die sagen, spenden, klicken, ja. Bruderherz, so. Weißt du, was ich meine? Ja. So, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt hier jemanden, und das sind ja nicht Leute, denen es wirklich schlecht geht. Die verdienen ja, das ist ja deren Job. Ja. So, klar, aber am Ende des Tages. Könntest du machen? Was? Würdest du ein Match machen? Würde ich ein Match machen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich niemals ein Match machen würde, aber ich würde dann niemals sitzen und sagen, so. Spenden. Ja, auch nicht spenden und auch irgendwelche Strafen da machen, oder? Da sind Leute, die lecken Klobürsten und so. Wenn die verlieren, du musst die Klobürste ablecken und so, Bruder, so. Kannst direkt meinen Kopf nehmen und einen Fallrückzieher mit meinem Kopf machen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, ich würde vielleicht, keine Ahnung, wenn man irgendwann da so sitzt und sagt man so, okay, man macht jetzt so, das machen ja auch so irgendwelche andere Leute, die spenden, die schreien da jetzt nicht irgendwelche Sachen rum, aber ich würde das niemals als Einkommensquelle nehmen oder so. Okay, ich sage es niemals nie, weil wenn alle Stricke reißen und es gibt diese Möglichkeit. Aber ich finde, also, guck mal, für so einen Barello ist es eigentlich perfekt, weil, also so wie der rüberkommt, der wirkt ja schon ein bisschen dumm, also ich weiß jetzt nicht, wie er ist, vielleicht ist er einfach ein guter Schauspieler, das weiß man ja nicht, aber wenn du wirklich so gut in Unterhaltung bist, dann ist es einfach für dich gemacht. Ich sag so, Barello ist meiner Meinung nach alles andere als dumm, sonst würde der nicht auf diese Idee kommen, weil wenn du so Geld verdienen kannst, dann bist du auf jeden Fall nicht dumm. Ja, klar. Weißt du, der kann vielleicht ein bisschen ungebildeter sein in manchen Sachen, aber auf jeden Fall clever ist der auf jeden Fall. Ja. So. Deswegen die Lust. Das ist eigentlich genau das gleiche wie Speed. Ja, genau. Genau Speed sagt ja jeder, dass er dumm ist. Aber der Schauspieler hat ja auch viele Sachen. Ja, ja, extrem. Der ist wahrscheinlich nicht dumm, wie wir denken. Der ist vielleicht auch ein bisschen ungebildet. Speed ist eigentlich so clever, weil alleine der Move, also seine Bekanntheit ist ja extrem hochgegangen, weil er diesen Ronaldo-Spruch gemacht hat, diesen Sui. Ja. Bei Fortnite da. Ja. Und das Krasse war ja, dieser Clip ging viral. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt hat er seine Streaming-Zeiten verändert. Mhm. Das heißt, er ist nicht mehr Amerika-Zeit live gegangen, sondern Europa-Zeit. Ja. Das heißt, ganz England logischerweise, weil Ronaldo da gespielt hat. Ganz Portugal. Ganz Portugal, allgemein ganz Europa, guckt dann bei ihm im Stream vorbei. Und wenn du mir jetzt sagst, dass jeder normale Mensch würde dir sagen, der ist dumm. Ja. Oder das ist hochintelligent, ja, so einen Move nur zu machen. Und wenn du sogar nur einen hast in deinem Circle, der dir das sagt, dann hast du die Person hochintelligenterweise ausgesucht. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Weil, überleg mal, der ist für mich jetzt der Botschaft, wo da Leute gehen, wenn du in Amerika bist und ein paar Interviews mal guckst. DDG zum Beispiel, der Rapper, der sagt, ey Digga, ich kannte Cristiano Ronaldo nicht, bevor du diese ganzen Sachen da gemacht hast. Ja. Überleg mal, der ist, ich sag dir, der ist Botschafter der Sportart Fußball in Amerika. Ja, oder? Stimmt. Wegen dem werden Leute mit Fußball anfangen. Mhm. Und der Typ kann selber kein Fußball. Ja. Aber er ist gut geworden, Bro. Ja, er ist ein bisschen besser geworden. Weil ich weiß auch, die ersten Streams, Bro, der war tot. Ja, der hat sich schon verbessert so, aber du weißt, du kennst auch diese Ballführung und so, du checkst genau bei erste Touch schon, der kann nichts. Aber du weißt, was ich meine, der kann kein Fußball, der ist jetzt kein guter Fußballer, so, weißt du, was ich meine? Aber da siehst du mal, Bruder, wie viel möglich einfach ist, so, der ist auch immer bei der WM dabei, der ist eine Attraktion, Bruder. Ja, ich hab den in Dubai gesehen. Ja, so, siehst du, ist der groß oder klein eigentlich, ist klein, ne? Ne, ich glaube 1,78 oder so etwa, okay. 1,75 wie ich etwa, ja, so. Ja, okay, also. Aber Bro, was mir bei dem aufgefallen ist, mhm, Bro, was für Waden der hat. Krass, ne? Bro. Als hätte der sein ganzes Leben Fußball gespielt. Ja, ja, ich weiß. Der ist doch die ganze Woche rumspringen da zu Hause und so. Denkst du wegen dem? Ahnung, Bruder, der ist oder einfach Fall, Physik. Ich finde, das ist natürlich auch Gene und so, ja, aber der ist schon ganz anders. Also der ist auf einem ganz anderen Level unterwegs, dieser Typ, ja, sag ich dir ehrlich. Nee, aber diese ganze TikTok-Welt, die holt ja eh jeden ein und jeder hängt wahrscheinlich auch länger auf dem Handy, als der sich das immer vornimmt. Ich finde das auch immer lustig. So, keiner will zugeben, dass er TikTok-süchtig ist. Keiner. Das schluckt schon viel so Zeit. Weißt du, aber sehr viele Menschen sind schon TikTok-süchtig und die App wird immer älter und älter und älter und irgendwann wird wieder der Cut kommen. Dann wird Instagram wieder ein bisschen wegfallen und dann fällt TikTok weg und dann kommt für mich diese Metaverse. Aber was meinst du damit? Kennst du es nicht, diese Metaverse? Meinst du diese virtuelle Welt? Genau. Ich
Ich weiß nicht, ich glaube, das braucht schon noch ein paar Jahre. Das wird noch ein paar Jahre brauchen, ja, safe. Also das ist das mit dieser Brille, ne? Und dann lebst du in dieser speziellen Welt. Da ist einfach alles so, jede App und so, alles läuft darüber. Das ganze Geld wird sozusagen auch da verdient und so welche Sachen. Ich weiß nicht, Bro. So, das ist... Aber ich habe jetzt zu wenig gesehen davon. Ja, das ist ja gesagt. Ich habe nur mal gehört, dass viele Leute schon so Immobilien und so gekauft haben. Genau, die investieren alle schon in diesem Metaverse. Ja. Kannst du ja auch mit, das verbindet man auch ein bisschen so, also ne, mit diese, da kommen ja diese NFTs noch, so diese ganzen Sachen. Aber es hat sich auch alles so ein bisschen gelegt. Ja, der Hype von NFTs ist auf jeden Fall weg. Auch der, Krypto und so. Ja? Auch Krypto und so. Boah, wie war das nochmal bei Krypto? Krypto war vor einem Jahr, das war wie, als wäre das eine neue Religion geworden. Bruder, TikTok, Instagram, alles war voll von diesen, Stadt. Bruder, ich dachte mir, Junge, ich will das auch lernen, so, weißt du? Aber ja, davon ist auch der Hype ein bisschen weggegangen. Da sieht man halt auch wieder, dass Leute wieder draußen sind. Weißt du? Du hast sehr viele Sachen in der Corona-Zeit erlebt oder gesehen, wo du einfach gesehen hast, die Sachen funktionieren nur, wenn du einfach nur zu Hause bist. Kennst du die App Clubhouse? Ja. Die war stark. Ich fand das eigentlich, das Konzept von dieser App, fand ich geisteskrank. Ja. Aber das Problem war, also ich meine, das wurde ja eigentlich so, so vermarktet, dass du dich mit Leuten vernetzt. Genau. Aber ich habe dann irgendwie nach einer Woche oder zwei Wochen schon gesehen, dass es so viele Leute hatten und auf einmal wurde das irgendwie komplett anders genutzt. Bruder, Clubhouse war wie eine Dating-Plattform, genau. Eine Flexing-Plattform, ja. Eine Comedian-Plattform, Entertainment, das war alles gleichzeitig. Ja. Und diese App hat in zwei Wochen, du musst ja so Codes haben, dass du dich da einloggen konntest. Und die musst du dann an Freunde weiterschicken, dass sie dich auch einloggen konnten. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist die App, die den höchsten Wachstum in schnellster Zeit hatte, aber den höchsten Downgrade, den es in so einer schnellen Zeit auch wieder gab. Bro, du bist ja draufgegangen. Ich glaube, man hätte das anders aufsetzen müssen. Also, man hätte das irgendwie anders machen müssen, dass man wirklich nur, weißt du, so ernste Leute drin hat. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber dann, so nimmst Leute, halt, dann nimmst du halt wieder die Mitgliederzahl von der App weg. Ja. Für eine App ist es ja wichtig, dass so viele möglich wie Leute, so viele Leute wie möglich da in die App ist. Ich finde einfach, die wurde dann relativ schnell falsch genutzt. Zu schnell und da hat auch jeder keinen Bock mehr. Da waren nur noch da waren ja so Sachen wie Kiss, Mary, Kill. Da waren ja so Sachen, wie klär ich den, wie klärst du den. So, dann waren natürlich, da waren auch ein paar gute Talks so dabei, das fand ich richtig krass, wo dann so Musiker oder so, Räume gemacht haben, wo die dann über solche Sachen geredet haben, um den anderen zu helfen. Aber dann war irgendwann immer so, ja, egal in welcher Raum du gegangen bist, ja, mir gehört das, ich bin der, ich bin das. Jeder war einfach Unternehmer und so. Parallel dazu waren die alle im Homeoffice und haben da 12,50 Euro Stunde bekommen und haben dann erzählt, dass die Unternehmer von keine Ahnung was sind, Santos FC oder so. Weißt du, was ich meine? Dass die Chef von irgendwelchen Fußballclubs sind und so. Und so hat ja jeder da geredet. Aber nee, die App war an sich gut, aber die war zu sehr auf Corona basiert, finde ich. Weil sobald die Leute hier rausgehen, hast du ja nicht mehr die Zeit. Stimmt, ja. Genauso ist es ja auch passiert mit hier so Netflix und so. Die Netflix ist ja komplett runtergegangen. Dann gibt es ja noch ganz viele andere Apps, die einfach durch sowas, durch dieses Corona, das war ja alles unnatürlich. Ja. Keiner wusste, was passiert, keiner wusste, was nicht passiert. Ist halt ein bisschen, ist halt immer ein bisschen schwierig, so was, wenn man so überlegt. Diese Zeit war schon krass. Die verfolgt uns ja bis heute noch. Was denkst du, wie redet man über Corona in so 10 Jahren oder so? Denkst du, man sagt dann so, boah, das war Weltkatastrophe. Und ja, safe. Ja? Safe. Hast du das so wahrgenommen? Schon. Ja? Ja. Also weißt du so, wenn dich jetzt, sagen wir in 20 Jahren, du hast ein Kind und das kommt von der Schule und dann fragt das so, ey, Papa, was war eigentlich da 2020, was war das? Diese Coronavirus. Leute sind umgekippt. Leute sind gestorben. Krankenhäuser waren full. Full. Leute sind gestorben. Alle mussten Masken tragen. Invasion. Hi-ha-ho. Ja, da siehst du mal, wie viele Sachen du da schon erzählen kannst. Was würdest du dann sagen? Ich war ja auch in Quarantäne. Ja. Haben wir bei der Folge mit Iso erzählt, da war ich mit dem zusammen in Quarantäne. Da habe ich das nochmal richtig so erlebt. Ich hatte Corona selber noch nie. Aber... ich habe ja schon oft mitbekommen, so auch vor allem in Afrika, so bei meinen Großeltern, also da meine Familie. Da ist ja meine Tante ist ja auch gestorben, angeblich an Corona. So hat man das halt ein bisschen mitbekommen. So, ich will meinen Kindern schon erzählen, was für eine dreckige Zeit das war, Digga. Überleg mal, ich bin jetzt
Du bist 2 Jahre älter, als du eigentlich denkst. Aber also Bro, für mich ist es nicht so. Nein? Nein, Bro, weil bei mir ist genau, das Lustige ist, genau bei Corona-Phase, weil bei mir so dieses Business so richtig abgegangen ist. Aber, nee, Bro, das ist aber Fakt, weil zum Beispiel also ich fühle mich nicht so, als hätte ich 2 Jahre meines Lebens verloren, weißt du, wie ich meine? Nein, aber ich sag dir so. Ich hatte ein schwereres Leben, ja, klar, mit diesen ganzen Masken und dieser Einreisebestimmung und diese komische Fliegen, und, weißt du, wie ich meine? Für mich ist Corona einerseits die beste Zeit meines Lebens gewesen, ne? Für, sag ich jetzt mal, businesstechnisch, aber fußballtechnisch zum Beispiel, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch eigentlich hauptsächlich Fußballer, so, weißt du, war das eine Katastrophe. Weißt du? Das heißt, ich habe jetzt 2 Sachen gleichzeitig. Weil so hat es ja auch bei mir alles angefangen. Es hat ja alles in der Corona-Zeit angefangen. Auch mit YFM. Wir konnten durch die Corona-Zeit eine Community aufbauen, etc., dass so viele Leute uns kennengelernt haben, auch in der Corona-Zeit, weil jeder war die ganze Zeit vor dem Handy. Das heißt, wenn du da Sachen gemacht hast, wir hatten natürlich einen Online-Shop so, dann hast du einfach gesehen, wie krass das Engagement so von den Leuten war. Aber fußballerisch habe ich ja 2 Jahre einfach verloren. Und durch diese Zeit, wo du nicht mehr weitermachen konntest, sage ich mal, also auf dem Niveau, wie du es eigentlich hattest, mit jedem Tag Training, Spiele sind immer ausgefallen, dann irgendwann durftest du nicht mehr spielen, dann konntest du nicht das machen, die Vereine hatten alle irgendwann dann auch immer weniger Geld und so, weißt du, war das halt für mich so eine Katastrophe. Und dadurch, dass du in der Corona-Zeit ja wirklich nur mit den wenigsten Leuten warst, da hast du halt wirklich gecheckt, wer deine Freunde sind, wer deine Brüder sind, wer deine Ängsten sind. Das finde ich auch wieder eine positive Sache. Ja. Und danach konntest du einfach, als wieder offen war, oder das war für mich wie so eine Renaissance, oder? Ja. So stelle ich mir die Renaissance von früher vor, oder? Ja, so, ich glaube, wir haben sogar eine Epoche damit. Ja? Ich glaube, wir haben eine Epoche. Nach Corona, oder? So meinst du so einen Jahrestag? Ja, so nach Corona. Also das war so dieses Corona kam und dann dein erster Flug ohne Maske, oder? Dein erster Flug ohne Maske. Dein erstes Mal in einen Laden gehen ohne Maske. Das war Gänsehaut. Das war auch dann diese Zeit, da war diese Zeit so, wo du nicht wusstest, ob es richtig ist, jetzt gerade eine Maske zu tragen, weil dich jeder komisch angeguckt hat. Und wenn du keine Maske anhattest, hat dich auch jeder komisch angeguckt. Was war richtig? Weißt du, was ich meine? Was war richtig? War ich Fussel? Ja. Auf diese Seite. Was war richtig? Ja, Bro, keine Ahnung. Ich fand es halt schon krass, bei uns hat das so eher sich so relativ langsam gelegt, weißt du, wie ich meine? Bei euch hat das auch nicht so von heute auf morgen. Bei euch hat das auch später angefangen. Ja. Es hat sich ja immer relativ langsam ausgelegt. Es hat dann immer auch angefangen mit neuen Regeln und die Regeln wurden dann immer umgesetzt und damals musste man sich impfen, jeder musste sich impfen. Wenn du dich nicht geimpft hattest, durfst du nicht raus. Jetzt redet keiner mehr über die Impfung. Also es gibt da so viele Sachen. Ja. Da gab es diese Verschwörungstheoretiker. Stimmt, es gab alles. So, für mich ist Corona eine Epoche, ganz einfach. Oder? Ja. Ganz einfach. Und deswegen ist auch ein Punkt, wo ich sage, rein menschlich, ne, fühle ich mich schon 2 Jahre jünger, als ich eigentlich bin. Also fühlt sich das für dich an, als hättest du 2 Jahre verloren? Nee. Wie gesagt, businesslich habe ich 2 Jahre gewonnen, Bruder. Yeah. Aber rein, wenn ich mir vorstelle, wenn ich denke, wie so normalerweise jetzt ein 30-Jähriger wäre, ohne Corona, wäre das anders als, also ich bin jetzt keine 30, aber wäre das anders als wie es jetzt ist, weil die diese 2 Jahre verloren haben? Nee. Hm? Also wie meinst du? Guck mal, wenn du jetzt überlegst, damals, wie hast du über einen 30-Jährigen gedacht? Genau wie jetzt. Wie denkst du jetzt? Ja, was soll ich davon denken? So normal, 30? Ja, Bruder, 30 Jahre habe ich damit verbunden. Kind, ach so, Haus, so meinst du. Aber wegen den 2 Jahren hat sich jetzt dieser Gedanke verändert. Hast du jetzt mal einen 30-Jährigen gesehen? Ja, normal, aber ich denk dasselbe, Bro. Sure. Wen kennst du denn, der so 30 ist und so im Leben steht? Ja, als Leute, mit denen ich so geschäftlich zu tun habe. Okay, das sind aber wenige Leute, Bruder. Ja, normal, weil das nicht mein Jahrgang ist. Ja, zum Beispiel, aber ich sag dir mal jetzt, für mich früher so 30-Jährige waren so wirklich so, wo ich geguckt habe und gedacht habe, boah. Aber das ist, weil du selber älter wirst. Das kann sein. Aber doch, ich sag das generell, ist wegen dem, auch, Bruder, ich schwöre es dir, damals so 24 Jahre alt, jeder 24-Jährige hat in meinem Kopf zu alleine gelebt. Ja. So, wenn ich jetzt überlege, wie wenige meiner Kollegen, die in meinem Alter sind oder so, jetzt wie viele noch zu Hause leben, und was ist ja auch gar nicht schlimm, aber dadurch, dass dieses Corona halt gekommen ist, haben die 2 Jahre sozusagen einfach so
nicht verloren oder gewonnen etc., aber das, du merkst es einfach, finde ich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das verstehe ich, ja. Diese 2 Jahre waren halt irgendwie so... Weg. Ja. So weg, Bro. Ja, das stimmt. Du bist nicht rausgegangen, du hast keine neuen Leute kennengelernt, außer über Instagram und so oder was auch immer. Du warst nur mit deinen eigenen Leuten. Das heißt, du machst doch viel weniger Lebenserfahrung. Ja, diese 2 Jahre sind so... Überleg mal, was wir die letzten 6 Monate gemacht haben. Ich glaube, ich habe diese 2 Jahre halt einfach komplett anders erlebt. Ich hab nur gehustelt, Bruder. Ja. Und dadurch hast du nur gehustelt. Das Ding ist halt für mich, ich bin halt so extrem umgekommen, dass ich das irgendwie gar nicht so... Klar, normal, ich hatte diese Maske und so an, aber ich bin in diesen 2 Jahren so rumgekommen wie noch nie in meinem Leben, weißt du, ich meine? Ja, und das war... Ich war jeden Monat irgendwo anders. Ja. So dann, klar, Corona und so. Aber das hat sich dann nicht so angefühlt jetzt wie Weltuntergang. Ja, das stimmt. Bei mir war das wirklich, diese Corona-Zeit war für mich ja auch so dieser Abschied so vom wirklichen Fußballspielen und dieser Einstieg in die Arbeitswelt, sage ich mal. Ja. Deswegen war das auch schon so eine Sache, die auch für mich wieder positiv war. Weil wenn Corona nicht da gewesen wäre, hätte ich diesen Abschied ja aktiv machen müssen. Ja. Verstehst du? Ich hätte sagen müssen, ich höre jetzt auf. Oder ich trete jetzt zurück. Aber durch diese Corona-Zeit wurde mir diese Entscheidung einfach genommen. Mhm. Und ich konnte mein Leben einfach weiterführen, ohne dass ich das wirklich gemerkt habe, dass ich gerade theoretisch gerade Abschied nehme. Mhm. Und das hat mir auch sehr, 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 sehr krass geholfen. Ja. Also ich sag, wenn ich jetzt rundherum gucke, Corona war eine dreckige, also war wirklich eine katastrophale Zeit für jeden einzelnen Menschen. Mhm. Wenn ich jetzt auf die Welt, ne, global gucke, was da jetzt aus Corona passiert werden wollte, ist oder was damit erzwecken sollte, also erzweckt werden sollte jetzt von den, wie man ja sagt, mit diese Verschwörungstheoretiker, darüber habe ich auch gar keinen Bock zu reden, weil ich habe dazu echt wirklich eigentlich fast gar keine Meinung, weil du kannst eh nur das Falsche sagen bei sowas. Mhm. Ist mir auch echt egal. Aber wo ich sagen muss, für mich persönlich, muss ich sagen, war das eigentlich eine positive Zeit, weil das hat mir sehr viel geholfen. Ich glaube, auch mich vor sehr vielen, vor sehr viel Scheiße hat es mich beschützt. Mhm. Ja, so würde ich meiner Meinung nach Corona beschreiben. Ja. Ja. Ja, also für mich war das... Das hört sich hart an, aber die beste Zeit eigentlich. Ja, Bruder, das sag ich ja die ganze Zeit. So für dich persönlich war es die beste Zeit deines Lebens. Weil also, Bro, ich hab auch meinen Job gekündigt in dieser Zeit. Ja, das meine ich ja auch. Jeder dachte so, Digga, du bist dumm. Ja. Das ist die schlimmste Zeit, wo die Welt steht und jeder kämpft um seinen Job, dass er den halten kann in dieser Zeit. Und jetzt bricht der 3. Weltkrieg aus, habe ich auch gehört und so. Und ja. Und da hast du deinen Job gekündigt. Ja. Krass. Sogar wahrscheinlich, war genau in diesem Monat sogar. Und das Lustige ist, jeder andere Mensch hätte ja auch überlegt, so, ey Digga, die Leute haben kein Geld mehr, wie soll ich jetzt Rechnungen schreiben, so, weißt du, was ich meine? Nee. Dass ich überhaupt noch wieder Geld verdiene von anderen ohne Sicherheit. Nee. Und du hast halt dann gemacht und da siehst du halt wieder, wo wir beim Anfang waren, wenn du nicht all in gehst oder wenn du nicht sagst, ey, okay, das ist jetzt meine Bestimmung, dann wirst du dich am Ende des Tages fragen, boah, stell dir mal vor, ich hätte damals meinen Job gekündigt. Ja. Und dann würde hier jemand anders jetzt mit mir sitzen oder an meiner Stelle jemand anders jetzt mit dir oder wie auch immer. Hm. So, weißt du, was ich meine? Ja. Der dich dann in diesem Weg gekreuzt hätte und du denkst dir nur so, boah. Ja. Hast du Creed geguckt? Nee, noch nicht. Lohnt sich? 1 bis 10? Film 7. Mehr erwartet natürlich. Creed 2 war für mich der beste Film. Aber die Message... Krank. Ich will jetzt nicht spoilern, Bro. Hast du Avatar geguckt? Nee. Okay. Bruder, ich setze mich nicht 3 Stunden im Kino, Bruder. Aber Bro, ich glaube, okay, ich gucke das vielleicht anders an, aber ich finde, du musst dir diese 3 Stunden geben für diesen Künstler. Bro, 3 Stunden im Kino, Bruder. Ja, Bro, für Avatar ist es Bruder, anders, Bro. Wenn es irgendwo bei Netflix ist, ne, gucke ich mir das gerne an, so zu Hause auf der Couch, so. Aber ich gehe nicht 3-4 Stunden im Kino, Bruder, für einen Film. Ja, das verstehe ich. Das ist zu lang, Bruder. Und ich bin nicht in dieser Avatar-Filme gewesen, Bruder. Ja. Weißt du, ich habe das jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, ich muss jetzt erstmal den ersten Teil wieder gucken und so, aber ich glaube, das ist so ein Teil, den du auch geguckt haben kannst, ohne den ersten geguckt zu haben, ne? Du musst nicht unbedingt. Genau. Es gibt einen kleinen, sozusagen, Throwback am Anfang. Es wäre schon hilfreich, wenn du noch ein bisschen im Kopf hast, was passiert ist. Genau. So auch von, weil manche Charaktere wieder vorkommen. Also es kommen alle wieder vor, aber manche musst du vom ersten Teil kennen, damit du so die Story checkst. Aber ich fand krank. Okay. Also da geht es ja um die Unterwasserwelt so ein bisschen, über die SeaWorld. Und Bro, ich sag dir ganz ehrlich, wo ich aus diesem Kino rausgegangen bin, ich wollte einfach ins Meer springen. So. Ja, aber das ist krass, weil das wollte ich gerade sagen. So. Ja. Bei Creed,
du guckst diesen Creed-Film an. Du willst an, diese Boxen anfangen. Boah, du willst einfach Leute hauen und so. Du bist zu Hause, machst Schattenboxen und so. Weißt du? Das war auch früher bei mir. Was war so der Film in der Kindheit, der dich am meisten geprägt hat? Also was war so dein Lieblingskindheitsfilm, oder? Boah, kennst du Blindside? Ja. Also nicht Kindheit, aber ich sag so Teenager davor ein bisschen. Boah, das war mein Film. Blindside, ich hab den geliebt. Einer, ja, auch einer meiner auch vor allem, da geht es ja auch ein bisschen um dieses Thema Rassismus und so. Ja. Ne? Deswegen, das hat mich auch... Bist du einer, der bei Filmen weint? Nee. Das noch nie bei einem Film geweint? Doch, es gibt Filme. Boah, ich sag dir ehrlich. Aber Bro, das ist sehr, sehr, sehr selten. Bruder, ich hab... Da muss es schon so ein Real-Life-Erfahrung auch sein, wo dich damit verbindet, weißt du? Bruder, ich hab einmal eine Serie geguckt, die empfehle welche, ich euch welche? Allen. Wirklich jedem empfehle ich die. All American. Ja. Bruder, da geht's um so einen Footballspieler, der zieht so von seiner Familie aus und so und wohnt dann bei irgendjemandem, mit dem er dann in einer Mannschaft war, auf dem College und so. Mhm. Mehr will ich gar nicht erzählen, aber diese Geschichte war einfach mein Leben, oder? Ja. Und ich sag dir ehrlich, ich habe geheult wie ein kleines Mädchen, Bruder. Ja. Also jetzt, ich habe jetzt nicht geheult, Bruder, aber ich schwöre, das war für mich so, diese Tränen und so sind wirklich gekommen. War erster Film, wo ich das hatte. Bruder, ich schwöre, ich habe diese Serie geguckt und ich dachte mir, Digga, die haben einfach mein Leben verfilmt. Mhm. So mit diesen allen Up and Downs und so. Bruder, das war, jede Sekunde war einfach mein Leben. Mhm. Und ich habe diese Serie geguckt, ich dachte mir, was passiert hier gerade? Hast du es noch nie gesehen, diese All-American? Ich glaube, ich habe es bei Marius zu Hause gesehen. Oder guck dir das an. Ja. Guck dir das mal an. Das berührt dich 100.000-prozentig. Gibt es auf Netflix? Wahrscheinlich wieder nur auf diesen amerikanischen. Ja, irgendwas, Bruder. Das gab es bei Stars, glaube ich. Stars Play. Okay. Bei Amazon, von Amazon Prime oder so. Ja. Das hatte ich damals geguckt. Ja, diese Serie. Bei so anderen Filmen habe ich jetzt nicht so wirklich geweint, aber. Ich bin schon so bei Filmen manchmal schon so ein bisschen sentimental, oder ja, manche Filme packen einen schon so. Aber diese Real-Life-Stories. Ja, ja, Real-Life, das muss schon Real-Life sein so. Ja. Und dann halt so Dokus und so, finde ich halt auch geil. Mhm. Aber für mich der beste, diese Kindheitsfilme, die mich am meisten geprägt haben, oder High School Musical. Echt? Darauf wollte ich hinaus so. Oder wenn ich das geguckt habe, oder ich habe danach einfach die ganze Zeit gesungen und so, weißt du, zu Hause als kleines Kind. Was war das nochmal? Bruder, mit Zac Efron und so. Ah. Diese Basketball, diese auf dem College und so mit Ashley Tisdale, mit Vanessa Hudgens. Ja. So, das war schon krass. Mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Nee? Gab es da nicht mehrere Teile so? Oh, vier, fünf. Bis neun Stück. Oder so? Ja, vier, fünf, sechs Stück, boah. Ja. Oder okay. Sogar, ja, bis neun kann sogar sein, ja. Ich glaube, ich habe diese DVD zu Hause. Ja, so, diese Filme waren das, oder? Nee. Nee, auf jeden Fall. War wieder eine gute Folge, ne? War wieder eine interessante Folge. Wir dürfen das Outro auf jeden Fall nicht vergessen. Und das sagen wir jedes Mal. Das sagen wir jedes Mal und ich sagte, wie es ist, ich hätte das gerade fast wieder vergessen. Ja. Hast du jetzt was zum Outro mal zu sagen? Ja, liked auf jeden Fall, abonniert uns. Wir haben bald die 1000 Abonnenten geknackt. Da müssen wir uns so auf jeden Fall was einfallen lassen. Ja, ich glaube, wir machen ein Special oder so. Ja, ne? Zu diesem ersten Meilenstein. Das wird wahrscheinlich genauso diese 10. Folge irgendwie, ne? Ja, das könnte passen, ne? Das könnte oder schon vielleicht passen. Vielleicht zur 11. Ja, sowas, ja. Dass wir die 1000 Abonnenten packen. Und wenn wir die 1000 Abonnenten packen, werden wir auf jeden Fall so ein 1K-Special machen, wo wir euch auf jeden Fall was zurückgeben, den treuen Zuhörern, die uns immer zugucken. Teilt diesen Podcast, teilt die Clips mit euren Freunden, mit euren Eltern, mit euren Hunden. Die sollen es auch gucken. Die sollen einfach mit der Zunge so swipen, so weißt du. Die sollen uns auf jeden Fall auch auf Instagram folgen, weil da kommen ja auch jetzt ein paar Videos dazu, auch so ein bisschen behind the scenes, was wir hier in Mailand so ein bisschen gemacht haben. Genau. Ja, auf jeden Fall auch kommentieren. 100%. Wie du davor erwähnt hast, welche Nische wir sonst nochmal ein bisschen eher einladen sollten. Genau. Wie ihr den Podcast gefunden habt. Ja. Ja. Kommentieren, abonnieren, liken, teilen. Alles kostenlos. Alles ist kostenlos, kostet keinen Cent. Teilen vor allem mit den Leuten, die ihr mögt, wo ihr sagt, ey, das ist vielleicht ein Mehrwert für euch und so. Ja, und spenden. Bitte, das müssen wir cutten. Nein, Spaß. Aber wie gesagt, ich hoffe, wir konnten euch heute wieder damit unterhalten. Ja. Und ja, dann sehen wir uns schon bei der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, say less.